today. Okay, he translated in English because he speaks very good. So, ich habe von beiden Mannschaften heute am taktisch sehr gutes Spiel gesehen. Εγώ σήμερα είδα και από τις δύο ομάδες ένα τακτικά πάρα πολύ καλό παιχνίδι. In der ersten Halbzeit haben wir viele leichtsinnige Fehlpässe gehabt und haben den Gegner damit häufig ein Spiel gebracht. Στο πρώτο μήχρονο είχαμε πολύ εύκολα λάθος πάσες και με αυτόν τον τρόπο βάλαμε τον αντίπαλο στο παιχνίδι. Auch wenn wir in der ersten Halbzeit ein wenig gepresst haben oder gut gepresst haben, hatte der Gegner Probleme, weil wir wussten, dass sie spielen wollen, dass sie eine spielerisch gute Mannschaft ist. Στο πρώτο μήχρονο προσπαθήσαμε να πιέσουμε και αυτός ήταν ο στόχος μας, γιατί ξέραμε ότι η ενόχθωση είναι μια πολύ καλή ομάδα που έχει την κατοχή. Aber wir haben uns auch zwei hervorragende Chancen herausgearbeitet durch das Pressing. In der zweiten Halbzeit standen wir auch noch höher und haben besser gepresst, deswegen lief das Spiel besser für uns. Wir sind gut ins Spiel gekommen dann in der zweiten Halbzeit. Und mit der zweiten Halbzeit war ich dann am Ende zufrieden. Auf diesen Tropfen dimensionierten wir zwei sehr gute Ευκαιρίες στο πρώτο μήχρονο. Στο δεύτερο μήχρονο ανεβήκαμε ακόμα πιο ψηλά και πιέσαμε τον αντίπολο έτσι όπως θέλαμε και μας βγήκε πάρα πολύ καλά το παιχνίδι. Natürlich wäre für uns wichtig gewesen, wenn ein Tor geschossen. Das ist ein für uns ein trügerisches Ergebnis. 0-0 ist sehr gefährlich. Aber ich denke, zu Hause ist meine Mannschaft erfahren genug und stark genug, um auch eine Runde weiterzukommen und das Spiel zu gewinnen. Es wäre ein Kalor, wenn wir nachher scoraren und nachher mit dem Tisch zu beginnen. Αλλά αυτό είναι ένα περίεργο αποτέλεσμα σήμερα το 0-0, αλλά πιστεύω στην ομάδα μου και στο εντός έδρας παιχνίδι έχουμε τις δυνατότητες να πάρουμε την πρόκληση. Und wir haben jetzt zwei Spiele gegen den Hannover in der Meisterschaft und das ist natürlich für uns äußerste Priorität, das Meisterschaft zu gewinnen. Ich denke, dass wir in der zweiten Halbzeit ein bisschen Selbstvertrauen gefunden haben, aber wie gesagt, zufrieden ganz kann ich nicht sein, weil wir haben das Spiel nicht gewonnen. Έχουμε τα δύο επόμενα παιχνίδια πάλι με την ανόρθωση. Ειδικά το Σάββατο είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι μεγάλη προτεραιότητα για μας αυτό το παιχνίδι. Σήμερα από το δεύτερο ημίχρονο κερδίσαμε νομίζω αρκετή αυτοπεποίθηση ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το παιχνίδι με μεγάλη επιτυχία και να κερδίσουμε. Δεν είμαι ευχαριστημένος σήμερα που δεν κερδίσαμε. Deswegen früh wechseln musste, mir blieb taktisch nicht mehr viel übrig. Aber ich hoffe, dass die Verletzungen nicht allzu schlimm sind. Urco Pardo wird, ich bin jetzt kein Doktor, aber wird wahrscheinlich Samstag nicht spielen können. Ich bin nicht hundertprozentig sicher. Schauen wir. Und weil der Nafio hatte auch muskuläre Probleme, es war sein erstes Spiel von Anfang an seit langem. Und Thiago auch, der dann hinterher kaputt war. So musste ich dreimal diese Leute wechseln und konnte nicht mehr taktisch handeln. Το μόνο δυσάρεστο σήμερα ήταν οι τρεις τραυματισμοί, που ήταν μυϊκοί τραυματισμοί. Δεν γνωρίζει αν ο Ρούκο Πάλτο θα μπορέσει να αγωνιστεί το Σάββατο. Ο Νάφιου είχε μυϊκό τραυματισμό, το ίδιο και ο Thiago. Γι' αυτούς τους λόγους δεν μπορούσε τακτικά να κάνει τις κινήσεις που θα ήθελε. Είναι natürlich voller Aufmerksamkeit auf Samstag. Danke euch. Όλη η προσοχή μας τώρα βρίσκεται στο Σάββατο. Ευχαριστώ πολύ.